Also, willkommen, unser nächster Vortrag bei Frédéric Rochon und eine große Runde Applaus. Hallo, willkommen alle zusammen, schön, dass ihr hier seid und ich werde heute über meine Research oder meine Forschung reden, die wir zusammen früher in diesem Jahr veröffentlicht haben und hat dazu geführt, dass wir einen UEFI-Angriff gefunden haben. Ich bin Frédéric Rochon und ich suche nach Viren. Und ich arbeite daran schon in den letzten 3 Jahren und in den letzten 3 Jahren habe ich mich hauptsächlich darauf fokussiert, Probleme im Boot-Level und im UEFI zu finden. Schauen wir mal, worüber es geht. Zuallererst möchte ich darüber reden, was Setnet ist. Dann werde ich über LoJack und eine Software in vergangenen Forschungsergebnisse und darüber werden wir reden, weil der UEFI-Rootkit dem sehr ähnlich wirst. Dann werden wir weitergehen und ich werde ein bisschen darüber reden, wie man LoJack-Agenten komprimieren kann und dann werden wir zu allerletzt das Rootkit uns anschauen und anschauen, wie das aufgebaut ist. Setnet. Setnet ist eine Spionagegruppe aus den frühen 2000ern und ist sehr bekannt als LTPD28 und noch ein paar andere Namen. Also vielleicht kennt ihr es unter denen. Und Setnet ist, was wir für sie benutzen. Sie sind auch als Trontium bekannt. Und sie wurde in den letzten Jahren sehr bekannt, weil sie durch ein paar sehr bekannten Hacks gearbeitet haben. Zum Beispiel die DNC, dieser amerikanische Parteitag, der gehackt wurde. Der Angriff gegen die Weltdopingagentur und das Fernseh 5 Welt von Frankreich, TV5 Monde. Aber wir werden über die Werkzeuge reden und die ganzen Kampagnen, die mit diesen Werkzeugen. Wir werden nicht darüber reden und wir werden auch nicht über die Menschen reden, die daran arbeiten, an den Viren, weil wir die ganze Information nicht haben, um darüber bekannte Nachrichten zu reden. Aber in 2018 hat das US-Rechtssystem beschlossen, dass sie für den DNC-Angriff verantwortlich sind und die Werkzeuge, die wir benutzt haben, die Angriffswerkzeuge, sind da drin aufgeführt und sie werden auch nennen auch, wer die Autoren von diesen unterschiedlichen Viren und Schadsoftware ist. Außerdem, ein bisschen später, im Oktober 2018, hat das Justizministerium gegen dieselben Leute eine weitere Anzeige erstattet mit einem anderen Hack. Und wie Setnet normalerweise ihre Ziele angreift, ist, dass sie eine Phishing-E-Mail senden. Das ist eine E-Mail, die so aussieht, als sei sie was Wichtiges und hat einfach Angriffslinks da drin, wo dann der Virus heruntergeladen wird. Reden wir mal kurz über LoJack und Computrace. Das ist der alte Name dafür. Das ist, vielleicht kennt ihr es unter dem Namen und es ist eine Software von Absolute Software, die Lösung ist in vielen Laptops eingebaut und die Software muss so gering wie möglich sein und sie muss im Betriebssystem überleben oder ein Neuinstallieren des Betriebssystems oder ein Neuinstallieren einer neuen Festplatte. Was die Software macht, sie haben ein Modul in den UEFI-BIOS eingebaut und diese Lösung muss im BIOS-Setup deaktiviert werden. In der Vergangenheit haben Sicherheitsforscher sich sowas genau angeschaut, um Sicherheitslücken zu finden. Und im Black Hat 2009 war ein Vortrag, wo die Architektur von dieser Lösung gezeigt und erklärt wurde und
verschiedene Implementierungsprobleme in dem Agenten wurden aufgedeckt. Schauen wir uns mal an, wie Blowjack damals aufgebaut war. Also zuerst haben wir hier dieses UEFI oder BIOS-Modul. Dieses Modul wird eine Datei in eine Windows-Partition schreiben, in diese Auto-Check-Exe. Und der Job die Aufgabe von diesem Auto-Check ist es, am Anfang des Windows-Boot einen kleinen Agent zu ersetzen. Und von dort wird es dann RPCnet PLD in ein ersetzen. Und sobald Windows startet, wird der RPCnet D-Service quasi das in das SVC-Host integrieren und von dort weiter zum Beispiel in den Internet Explorer. Das ist etwas, was wir häufig in Malware sehen, aber nicht unbedingt in legitimer Software. Und dieser Teil wird dann mit dem Command and Control Server kommunizieren und kann von dort einen vollständigen Agent herunterladen. So, was gibt es da, was wir jetzt als Forscher da gesunden haben in dieser Lösung? Eine der Verwundbarkeiten, die wir gefunden haben, ist, was eigentlich die einzige, die für diesen Talk relevant ist, ist in einer Konfigurationsdatei. Diese Konfiguration ist in dem RPCnetD drin und wir können diese anpassen und sie wird nicht authentifiziert oder ähnliches, wird einfach geladen. Was da drin steht, ja, da sieht man einen Server, und zwar ist das der Command and Control Server. Ein Angreifer kann jetzt also diese Konfiguration einfach anpassen für seinen eigenen Command and Control Server. So, jetzt wissen wir, dass diese Verwundbarkeit existiert. Im 2009 circa wussten wir das, aber wir hatten noch kein Anzeichen, ob das in der weiten Welt verwendet wird. Und was wir dann gefunden haben, war ein Blogpost, welcher so einen kleinen modifizierten Agent gefunden hatten, der eben diese dieser hat dieses Konfigurationsfile für alte Setnet-Domains modifiziert. So, auf diesem Level wurde diese Attacke platziert. Von dort haben wir etwas dann herausgefunden. Wir haben diese Malware halt gefunden und also wir haben sie gesucht, verschiedene Samples gesucht und es war dann relativ einfach, weil es immer dieselbe Version von diesem Agent modifiziert wurde. Und wir sehen, was hier modifiziert wurde auf der rechten Seite, eben dieser Command and Control Server. Dies ist jetzt eine verschlüsselte Version. Wenn wir das genau anschauen, dann sehen wir uns, also es wurden nur wenige Organisationen waren davon betroffen, vor allem militärische, diplomatische Organisationen im Balkan. Und wir haben aber auch andere Setnet-Tools bei diesen Organisationen gefunden. So, jetzt, wie ist denn diese Malware überhaupt da angekommen? Und gibt es noch weitere Backdoors, die jetzt offen wären in diesen Organisationen? Und da haben wir etwas weiteres Interessantes gefunden. Ich gehe mal zurück zur Architektur. Die Komponente, die wir gefunden haben, ist in diesem Schritt, in der LoJack-Architektur. Was wir da gefunden haben, ist ein Auto-Cheap anstatt Auto-Check.exe. Und was es macht, es installiert auch einen Service, einen Dienst im Windows, im Betriebssystem. Und dieser Dienst ist dann halt intern modifiziert worden mit anderen Domainnamen. Und wir haben dann weitergeschaut, wir haben ein weiteres Tool gefunden, das heißt InfoEFI. Und damit kann man viele Low-Level-Informationen herunterladen vom PC.
dieses Tool kann überall lesen, schreiben, einen Read-Write-Everything-Driver. Und mit diesem Tool könnt ihr quasi also die PCI-Konfiguration, Memory-Konfiguration und so weiter alles lesen, schreiben, in den physikalischen Speicher lesen und so weiter. Das benutzt einen Kernel-Driver. Und der Kernel-Driver ist auch richtig signiert, sodass man ihn tatsächlich im Windows auch nutzen kann. Dies ist jetzt der Driver, welcher von InfoEFI benutzt wurde. Und wenn man da ein bisschen danach googelt oder sucht, dann findet man heraus, dass dieser Treiber auch schon für andere Attacken benutzt wurde auf dem Firmware-Level. Und das Letzte, was jetzt noch fehlte in der ganzen Logic-Lösung, war, dass wir ein UEFI-BIOS-Modul hinzufügen müssten. Und die Frage, wo kommt die her? Also, das Werkzeuge, die wir gefunden haben im BIOS, waren wir uns ziemlich sicher, dass da noch weiteres passieren muss. Und dann haben wir ein bisschen tiefer gegraben und haben andere Werkzeuge da drin gefunden. Das erste Werkzeug ist eine Schreibfunktion. Es wird benutzt, um den SPI-Flash-Speicher auszulesen, auf dem das BIOS liegt. Und es benutzt diese spezifischen IO-Controls. Und es kann direkt auf Memory-Mapped IO-Space zugreifen. Was für uns als Reverse-Engineer interessanter ist, ist, dass sie sehr viele Debug-Strings beinhaltet. Und das macht unsere Aufgabe einfach ein bisschen einfacher und macht folgende Operationen. Das erste, was es macht, ist, dass es die BIOS-Control-Register lockt und wir werden über diesen Register später reden. Dann schaut es, wo diese BIOS-Region Grundadresse ist und dann liest es die UEFI-Firmware heraus und schreibt sie in eine Datei. Den Angriff hat es sehr nett, weil es sehr viele Debug-Strings hat. Aber es ist eine Binärdatei. Und jetzt, wo wir die UEFI-Firmware im Arbeitsspeicher haben, wird die modifiziert und wieder auf den SPI-Flash geschrieben, in den BIOS-Speicherplatz geschrieben. Jetzt werden wir darüber reden, wie die UEFI-Firmware gepatcht wird. Zuerst haben wir ein paar Punkte, die wir besprechen müssen, einfach um sicherzustellen, dass wir alle auf derselben Seite sind, dass wir alle gleich wissen. UEFI ist eine standardisierte Spezifikation, die den alten BIOS ersetzen soll und einen Standard zwischen der Firmware und dem Betriebssystem herstellen soll. Eine UEFI-Standard-Firmware hat ein paar Services, die es ans Betriebssystem weitergibt. Es gibt noch... Die ersten Services sind die sogenannten Boot-Services vorhanden, während die Firmware läuft, aber während das Betriebssystem läuft, sind sie nicht mehr verfügbar. Und es gibt außerdem Runtime-Services, die auch vorhanden sind, während die Firmware läuft, aber die sind nicht auch immer noch vorhanden, wenn das Betriebssystem läuft. Dadurch kann ein Kernel-Treiber zum Beispiel auf diese zugreifen. Und die ermöglichen es dem Betriebssystem, UEFI-Variablen zu lesen und zu schreiben. Und was wichtig ist bei UEFI, ist, dass es kein Master-Boot-Record und Volume-Boot-Record auf den Festplatten gibt und die benutzt werden. Und darum gibt es keine einfache Methode, den frühen Boot-Prozess einzuspringen oder zu interrupten. Zuerst die in Pixie-Treiber. Das heißt, sie sind Windows-Binärdateien oder ausführbare Dateien und sie sind tiefer im Inhalt von dem UEFI-System. Die abstrahieren die Hardware oder erstellen verschiedene UEFI-Standard-Interfaces. Und sie können auch von Firmware-Herstellern oder den Herstellern unterschiedliche Protokolle
einschalten oder zur Verfügung stellen. Und diese nächsten werden in der DXE-Schicht hinzugezogen und das wird durch den DXE-Core geladen. Und das letzte ist der UEFI-Firmware-Layout, der ist im BIOS-Region im SPI-Flash-Speicher auf dem Mainboard und es beinhaltet verschiedene Partitionen. Zuallererst schauen wir uns hier auf dieses UEFI-Tool, das ist eine freie Software, die uns ermöglicht, UEFI-Firmware-Images zu verändern. Hier lade ich diesen Flash-Speicher und wenn wir uns jetzt anschauen, was wir haben, ist, dass wir zuerst eine Diskussion haben, die erklärt, wie die ganze restliche Information aufgebaut ist. Dann finden wir die ME-Region, die dem Intel Management Engine beinhaltet und dann haben wir die BIOS-Region, die das ist, was wir uns genauer anschauen wollen. Der BIOS-Bereich hat auch verschiedene Ordner und hier schauen wir uns mal einen Ordner oder eine Partition genauer an und da ist ein Filesystem 2 und da sind verschiedene Dateien drin und die sind bei UUIDs definiert. Und eine Datei beinhaltet nicht direkt die ausführbare Datei, sondern mehrere Sektionen und eine dieser Sektionen ist die ausführbare Datei. Aber es gibt auch noch andere Bestandteile, zum Beispiel was benötigt wird, um diese Software auszuführen oder auch eine Version und eine Benutzerinterface-Bereich, die ein menschenlesbare Dateiname anbietet, weil der die eindeutige Identifikator nicht menschenlesbar ist oder nicht so einfach menschenlesbar ist. Lass uns nochmal auf die Patch-Software schauen. Es versucht alles zu patchen und es schaut sich genau 4 unterschiedliche Dateien an. IPv4-DXE und NTFS-DXE. Warum tut es das? Diese Dateien, die sie anschaut, definieren, wo die UEFI-Firmware installiert ist. Normalerweise sind die alle in derselben Partition und wenn man eine Standard-DXE hat, weiß man, wo die ganzen Treiber sind und wo das die Partition ist und wird das verwenden, um ihre eigenen Sachen zu installieren. Den DXE-Core wird auch gesucht, um das zu finden, aber manchmal ist es in einer anderen Partition und dann wird es das als eine andere mögliche Option für das UEFI-Rootkit benutzen, wenn es in einer anderen Partition ist als die Standard-Software. NTFS-DXE ist ein Standard-NTFS-Treiber und wenn das Werkzeug diesen findet, wird es ihn entfernen und das ist, weil das UEFI-Rootkit ihren eigenen NTFS-Treiber installiert und mit keinem Konflikt existiert, wird es einfach entfernt. SMI Flash wird benutzt, wird gesucht und werden ein paar Metadaten daraus speichern, aber es wird sonst nicht weiter benutzt. Aber SMI Flash ist ein bekannter DXE-Treiber, der mit Unsicherheiten drin. Und vielleicht arbeiten sie daran, einen Exploit dafür zu schreiben, um später einen anderen Angriff fahren zu können. Jetzt, wo wir die Partition gefunden haben, wird das Rootkit-Datei installiert. Zuallererst wird eine Dateisystem-Header installiert, dann wird das Rootkit-File dort installiert. Das beinhaltet 2 andere Sektionen. Das eine dieser Sektionen ist das Programm. Und das andere ist ein Benutzerinterface-Section, wo der Name definiert wird. Und es wird als SecDXE definiert. Und wir nehmen jetzt diese Datei, also den Datenblob und schreiben den an Ende der Firmware dran. So.
Jetzt, wo das EFI-Rootkit in der Firmware ist, in, also im Speicher, müssen wir das zurück auf den SPI-Flash speichern. Wieder zwei, drei Dinge, die ich vorstellen möchte zuerst. Der Chipset hat verschiedene Mechanismen, um, damit man nicht einfach drauf so Dinge schreiben kann. Also zum Beispiel der BIOS-Schutz ist zum Beispiel immer aktiviert und nur die Firmware kann hineinschreiben. Und nur für unsere Binary, welche das jetzt ändern will, müssen wir das genauer anschauen. Wenn wir jetzt einen Kernel-Driver haben und in die BIOS-Region schreiben möchten, dann müssen wir zuerst einen BIOS-Write-Enable, also Schreibschutz aufheben. Und erst dann können wir in SPI-Flash schreiben. Und eigentlich wollen wir nicht unbedingt, dass ein Kernel-Treiber einfach so dahin einschreiben kann, weil das kann den ganzen Computer kaputt machen. Und darum gibt es ein zweites BIOS-Lock-Feld, welches man halt auch noch setzen muss. Und dieses Feld kann man lesen und WLO, also das heißt, wenn es die Firmware mal auf 0 geschrieben hat, kann man es nicht mehr wieder auf 1 setzen. Aber da gibt es ein Problem und das Problem, also da ist eine Verwundbarkeit drin in dieser Implementation und also wenn das BIOS Write Enable auf 1 gesetzt wird, dann wird das nur für kurze Zeit geändert und dann wird ein System Management Interrupt und dieser wird das wieder auf 0 setzen. Das ist also ein Fehler in der Implementation. Also die Firmware muss quasi das unterstützen, sonst funktioniert der Mechanismus nicht. Und was passiert denn jetzt, wenn wir einfach vor diesem SMI-Handler auf den SPI-Flash schreiben? Dann haben wir wahrscheinlich eine Race-Condition. Und es gibt ein Paper darüber, welches Speedracer heißt. Und ein Thread versucht die ganze Zeit, das Ganze auf 1 zu setzen und der andere versucht dann halt die effektiven Daten hineinzuschreiben und gemäß diesem Paper soll das auf verschiedenen Prozessoren gut funktionieren, vor allem Multicore. Und Intel hat in etwa 2008 die Platform Controller Hub Family eingeführt und da gibt es ein neues Feld, BIOS Write Protect Disable. Der Name ist ein bisschen irreführend, aber wenn man es nimmt halt den Schutz weg. Wenn das auf 1 ist, dann gibt es keinen anderen Weg mehr, auf das BIOS Flash Memory zu schreiben. Nur noch im System Management Mode kann man schreiben. Und auch die Firmware muss dieses Bit schreiben, unterstützen quasi, und sonst wird der Mechanismus nicht aktiviert, ist der nutzlos. Gehen wir zurück zu unserem Rewriter, zu unserer Rewriter-Datei. Diese macht diverse Checks, sucht, ob die Plattform richtig konfiguriert ist, ob der Exploit unterstützt wird. Und der Schreibprozess sieht dann folgendermaßen aus. Zuerst schaut es, ob das BIOS Write Enable gesetzt ist. Und wenn es gesetzt ist, dann wird niemand es stoppen, um das UEFI zu setzen. Wenn es aber nicht gesetzt ist, dann sucht es, ob der BIOS Lock Enable gesetzt ist. Falls nicht, dann versucht es einfach auf 1 zu setzen und dann kann es das Image schreiben. Aber wenn es aktiviert ist, muss er als letztes noch schauen, ist das SNM-Schreibschutz gesetzt und falls nicht, dann versucht es mit der zuletzt beschriebenen Race Condition das Ganze zu implementieren und falls das auch nicht geht, dann geht es halt nicht, geht der Exploit nicht.
Und der DXC-Treiber, der verwundbare DXC-Treiber, konnte nun halt ausgenutzt werden mit einem Tool. Und also auch wenn die Plattform eigentlich richtig konfiguriert war, da hat es eine Verwundbarkeit drin in diesem DXC. Wenn der Firmwarehersteller seinen Job richtig gemacht hätte, dann hätte die Attacke nicht funktioniert. Das zeigt mal wieder, wie wichtig das Firmware Security ist. Jetzt gehen wir einen Schritt zurück, schauen, was wir haben. Wir haben eine Software-Implementation, welche das Flash Remote schreiben kann. Also als Angreifer kann ich jetzt mein Ziel quasi zum Beispiel ein Phishing-E-Mail senden, und sobald ich da irgendwie so ein bisschen in der Maschine drin bin, kann ich das UEFI Rootkit implementieren. Und das ist halt ein großer Unterschied zu anderen UEFI Rootkits, wo man physikalischen Zugriff auf die Maschine brauchen. Ist halt viel einfacher. Und also es gibt keinen Beweis, dass das mal benutzt wurde, oder respektive es wurde noch nie öffentlich ausgenutzt. Wir haben jetzt dieses Tool gefunden und wir haben geschaut, ob wir das irgendwo finden. Und wir haben das UEFI Rootkit im SPI-Flash einer angegriffenen Maschine gefunden. Und das ist der erste öffentlich bekannte Angriff mit einem UEFI Rootkit in der wirklichen Welt. So, jetzt müssen wir uns das UEFI Rootkit selber genauer anschauen. Das ist ein DXE-Treiber, der vom DXE-Dispatcher jedes Mal geladen wird, wenn er ausgeführt wird. Der Name ist ZecDexe. Und hier haben wir die GUID für, wenn ihr es auch mal seht. Lassen wir uns das genauer anschauen, wie das funktioniert. Es wird durch unterschiedliche Phasen durchlaufen. Das erste ist die Sicherheitsphase, dann die Vorinitialisierung und dann den Treiberinstallation. Das ist, wo es interessant wird. Das ist, wo der DXE-Dispatcher lebt, und das ist, wo die ganzen DXE-Treiber geladen werden. Dann wird das UEFI-Rootkit auch geladen, und was passieren wird, ist, dass wir ein Event hinzufügen können, dass wenn es so weit ist, dass es gebootet werden kann, dann werden wir darüber informiert. Irgendwann wird der Bootmanager starten, dann wird er dieses Event aufrufen, und dann kriegen wir das mit. Diese Notifizierungsfunktion macht drei Sachen. Zuallererst wird der NTFS-Treiber installiert, dann wird es die Auto-CHE-Exe und ASCP-NET-Exe installieren, und dann wird es einen Wert in der Windows-Registrie überschreiben. Der NTFS-Treiber wird benutzt, um Dateisystem Zugriff auf die Windows-Partition zu bekommen, und sie haben keinen eigenen NTFS-Treiber geschrieben, sondern sie haben Hacking-Teams veröffentlichten Treiber, also geleakten Treiber, benutzt. Und hier ist der Code, der die Dateien in das Dateisystem schreibt. Und hier schreibt das Auto-CHE-Exe. Und der letzte Schritt ist, die Windows-Registrie zu modifizieren. Wie macht er das? Er öffnet die Datei. Es wird das nicht ganz geparst und so, aber es wird einfach nur einen String suchen, und der String ist Auto-Check, Auto-CHK, Stern, und es wird ersetzt durch das andere mit einem E hinten drin, und dann wird der Boot-Execute-Key verändert, der dafür zuständig ist, dass es überhaupt gestartet wird, und dadurch, dass wir Auto-G schreiben, wird Auto-G ausgeführt anstelle von Auto-Check. Und dann wird es, wenn wir wieder beim UEFI-Bootkit Arbeitsflow sind, dann wird die eigene Software ausgeführt anstelle der Betriebssystem-Software.
Und es wird die Windows-Registry-Eintrag wieder zurückbauen, sodass als Windows-Benutzer, der sich die Registry anschaut, wird er die Modifikation überhaupt nicht finden, weil sie zurückgebaut wurde. Das ist eine sehr interessante Versteckoption, die die Software aus der Firmware heraus ausführt. Und der letzte Schritt, den wir uns anschauen wollen, ist die ist Schutz und Gegenangriffe. Was können wir machen, um uns gegen solche Angriffe zu schützen? Und wenn ihr jemals feststellt, dass ihr ein UEFI-Rootkit auf eurer Maschine habt, was könnt ihr dagegen überhaupt machen? Das allererste, damit es gar nicht so weit kommt, und das Wichtigste ist, dass der einfachste ist, dass ihr euer UEFI-Firmware auf dem aktuellen Stand halten solltet. Dass, wenn irgendwelche Sicherheitslücken gefunden werden in eurer Firmware und die veröffentlicht werden und der Firmwarehersteller eine Reparatur einspielt, dann wollt ihr die aktuellste Version haben, die für euer Gerät verfügbar ist. Und dann der zweite Schritt ist, dass ihr wirklich Secure Boot verwenden sollt. Secure Boot würde nicht gegen diesen spezifischen Angriff schützen, weil Secure Boot den Inhalt vom SPI-Flash als Vertrauensquelle benutzt. Und das heißt, der Inhalt von diesem Flash-Speicher wird überhaupt nicht verifiziert. Aber was verifiziert es dann? Secure Boot wird alles außerhalb des UEFI-Flash-Memories verifizieren, zum Beispiel die ROMs von SPI von Grafikkarten zum Beispiel. Was wir brauchen, ist ein Hardware Root of Trust. Das heißt, wir müssen den Vertrauensknoten von der UEFI Flash-Speicher in ein Hardware-Modul überprüfen. Es muss in einem einmal programmierbaren Chip sein, der während der Herstellung programmiert wird und niemals nachher beschrieben werden können. Ein Beispiel dafür existiert. Zum Beispiel Intel Boot benutzt sowas und Apple Titus hat auch einen Hardware-Sicherheitsknoten. Und dann müsst ihr auch sicherstellen, dass die Hardware-Sicherheits ordentlich funktioniert. Da könnt ihr nicht viel machen, wenn die Firmware up-to-date ist, aber es gibt auch Software wie Intel ChipSec, das ist eine Open-Source-Software ist. Die könnt ihr herunterladen, von einem USB-Stick booten und sie wird die ganzen Sicherheitsmethodiken überprüfen, über die wir heute geredet haben und schaut, ob die ordentlich konfiguriert sind und dann noch eine Reihe von anderen Sachen. Und ChipSec überprüft jetzt auch, ob dieses Rootkit dort installiert ist. Das heißt, wenn ihr schauen wollt, ob eure Firmware ordentlich konfiguriert ist, dann ist das der Weg, wie ihr das machen könnt. Nun, wie könnt ihr dagegen vorgehen, wenn es erstmal installiert ist? Diese Folie ist ein bisschen kurz. Wenn ihr feststellt, dass ihr ein UEFI-Rootkit auf eurem Gerät, auf eurem SPI-Flash habt, dann könnt ihr nicht sonderlich viel dagegen machen. Ihr müsst ein neues UEFI-Firmware auf euer Gerät flashen und das ist etwas, was für die meisten Menschen nicht einfach zu tun ist oder bei fast allen nicht einfach zu machen ist. Und wenn es nicht für euch ist, dann müsst ihr eure Hardware, euer Mainboard oder vielleicht sogar euren ganzen Laptop wegschmeißen und einen neuen bekommen. Das ist, wie gefährlich dieser Angriff ist. Und so zum Zusammenkommen. Unsere Forschung zeigt, dass UEFI-Rootkits nicht nur eine kleine Spielzeuge für Forscher sind, sondern echt ein Angriff in der echten Welt sein kann, wo das heißt, vielleicht wollt ihr darüber nachdenken, wenn ihr eure Gefährdungsmodelle schreibt. Außerdem, und da können wir nicht genug drüber reden, die Firmware muss mit Sicherheitsmodulen eingedacht werden, von den grundlegenden Schritten heraus. Mehr und mehr Leute reden darüber und denken darüber nach, aber es gibt immer noch mehr, was getan werden muss. Und wir hoffen, dass unsere Forschung ein bisschen Informationen darüber gegeben kann, wie
UEFI-basierte Gefahren, wie man sich gegen UEFI-basierte Gefahren schützen kann. Also vielen Dank dafür, dass ich hier reden konnte. Und wenn ihr mehr darüber informieren wollt, die Informationen sind auf unserer Webseite vorhanden und ihr könnt ihr da von dort holen. Das ist welivesecurity.com, die Webseite, von der die Informationen zu holen sind. Okay, ihr kennt die Situation. Wir haben 5 Minuten für Fragen und Antworten, also bitte kurze und präzise Fragen. Ist Ihnen bekannt, dass solche Rootkits auch andere Betriebssysteme wie macOS oder Linux angreifen? In dieser Situation, und das ist der einzige UEFI-Rootkit, das wir kennen, außer dem von Hacking Teams, und dieser funktioniert ausschließlich bei Windows und wir kennen keine anderen Angriffsziele wie Linux oder macOS. Bitte nicht vor den Kameras durchlaufen, wenn ihr den Saal verlässt. Mikrofon Nummer 2. Hallo, danke für den Vortrag. Auf den Folien hast du ein Tool erwähnt, mit dem man das Layout anschauen kann. Das nennt sich UEFI-Tool. Ihr könnt es auf GitHub finden. Eine Frage aus dem Internet. Funktioniert das Rootkit auch, wenn das UEFI auf BIOS Legacy Mode gestellt wurde? Das ist eine sehr interessante Frage. Es sollte, aber ich bin mir da nicht sicher. Das ist eine gute Frage. Ich werde mir das mal näher anschauen müssen. Aber ich bin mir da jetzt nicht 100% sicher. Mikrofon Nummer 3, bitte. Ah, das war Nummer 4, Entschuldigung. Funktioniert der UEFI-Dropper auch, wenn BitLocker aktiviert ist? Ja, haben wir getestet? Nein. Funktioniert nicht, wenn BitLocker installiert und aktiviert ist. Es wartet nicht darauf, dass BitLocker alle Daten entschlüsselt hat. Also es funktioniert nicht, wenn ihr BitLocker aktiviert habt. Mikrofon 1. War es möglich, dass man mit wäre das möglich, auch mit kompletter Diskverschlüsselung? Also ich habe die Frage nicht ganz verstanden. Wäre es grundsätzlich möglich, dass das Rootkit auch mit vollverschlüsselter Disk funktionieren würde? Es sollte. Die Logic-Software, können wir es dazu bringen, dass es auch funktioniert, wenn komplett Verschlüsselung aktiviert ist oder BitLocker? Was ist denn, wenn das Rootkit zu groß ist für das SPI-Flash? Könnte man das SPI-Flash einfach vollständig füllen, um den Angriff zu unterbinden? Nee, das ist keine wirkliche Verteidigungsmethodik. Aber wenn kein Platz mehr drauf ist und alles mit Treibern voll ist, dann wird das einfach nicht funktionieren. Du hast gesagt, dass es nicht wirklich möglich ist, alles abzusichern. Was würdest du persönlich jetzt auf deinem Computer machen, damit er gut gesichert ist? Wenn ihr eine moderne Intel-CPU habt und ihr alle aktuellen UEFI-Patches und Firmware-Updates installiert habt, dann macht ihr das Beste, was ihr machen könnt, um euch sicher zu halten und um sicher zu sein. Mikrofon Nummer 1. Zurück zum Loadcheck, zu dem Konfigurationsfile Verwundbarkeit. Ist es diese Konfigurationsdatei auf dem Betriebssystem?
Nein, es ist nicht wirklich eine eigene Konfigurationsdatei. Das ist ein Teil von der Ausführdatei, die in der Firmware ist. Leider haben wir bereits keine Zeit mehr. Also vielen, nochmal Applaus für unseren Vortragenden.